Wie Sie sehen, ist die Parabel achsensymmetrisch zum Epsilon des Parameters x², Klammer auf, 3 Viertel b im Sinn 2 Fünftel im Quadrat durch die Wurzel aus e hoch 9 Drittel, Klammer zu. So tangiert mich die Formel peripher, das Ergebnis ist adäquat im Verhältnis zum Zeitatom der Hypotenuse im Sechseck. Hier finden wir ein unendliches Limes der eulerischen Zahl in Pythagoras Dreiecks im Quadrat, ebenso eine konkave Kurve zum Koordinatursprung, die ein Determinanten mit konstanten Faktor ist. Aber wir sind ja noch längst nicht beim Ergebnis. Das Ganze müssen wir natürlich noch beweisen. Zum Beweis nutzen wir nun die Gravitationskräfte im vierten Fall des Plusquamperfekts, um eine hydrogene Verbindung in der Elektronenschale zu erzeugen. Ergebniszahl wird dann noch addiert, multipliziert und potenziert mit einer beliebigen Zahl, die mir gerade so einfällt. Um ein qualitativ kontingentes Primärergebnis hier in der Mathe-Stunde zu erzielen. Danke.